Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bei einem unserer letzten Videos wurden wir gefragt, ob wir mal die Anlage von Carino zeigen könnten. Das wollen wir jetzt machen. Allerdings müssen wir dazu sagen, alles können wir euch nicht zeigen, da er in einem Offenstall bei einer Privatperson steht und wir möchten natürlich nicht alles über diese Person auch preisgeben. Hinter mir seht ihr unseren Platz. Er ist jetzt nicht so riesig, aber für unsere Bedürfnisse reicht es vollkommen aus. Hier stehen ja auch bloß 6 Pferde. Und auf dem Platz kann ich immer longieren und werde Carino hier auch mal einreiten. Auf diesem Weg geht es dann hinter zu den Stallungen, beziehungsweise zur Weide vom Affenstall. Da können wir jetzt mal hinlaufen. Also, das ist der erste Teil des Offenstalls. Wir haben 2 große Boxen, einmal für die kleinen Babys und dann noch für die großen Pferde. Hier steht Carino mit seinen beiden Freundinnen und ja, wie man sehen kann, ist es ausreichend Platz für die 3. Hier steht noch Blue und Rosi. Außerdem haben sie hier dann noch ihre kleine Weide, wenn man es so bezeichnen kann. Es ist halt noch relativ matschig und sie kommen ja dann auch im Sommer auf andere Weiden, wo sie dann Tag und Nacht draußen stehen. Hier neben der Box von Carino steht das Heu und das Stroh und auch ein Wasseranschluss, einfach damit wir nicht so weit laufen müssen, wenn wir füttern wollen, weil der Rest steht dort drüben. Das ist die 2. Box vom Offenstall. Hier stehen die 3 Großen drin, wie man sehen kann. Das sind Betty, Maya und Daros. Und sie haben natürlich auch dort hinten nochmal einen Teil, wo sie sich bewegen können und Auslauf haben. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.